Einst waren die Lande, welche man heutzutage als die Wildnis Iskanders bezeichnet, für ihre goldenen Weizenfelder und ihre wildreichen Wälder bekannt. Na, jetzt mal geh. Verdammt, verdammt. Klingt gut. Ach, Scheiße. Gut, was haben wir gesagt? Du darfst mehr wirbeln. Ha! Guter Plan. Mehr Resistenzen. Und bei der... Oh Gott. Hier bin ich mir jetzt nicht sicher. Mal werden wir wieder das nehmen. Okay, dann werden wir ein bisschen umrüsten. Sie kriegt wieder Feuermagie. Der Plan? Okay. Gut. Diesmal gehen wir das schlauer an. Verstanden. Hoffentlich. Jetzt findet er gleich den richtigen Weg. Wie oft muss ich es denn noch sagen? Keine Flüchtlinge in diesem Lager, ich... Wartet. Nein, na gut. Ich bezweifle, dass Tiara sich einen Dreck um diesen verdammten Landstrich schert. Aber danke für die netten Worte. So. Ich werde euch beschützen. Na dann. So, diesmal war ich schneller als der Bär. Kämpfe? Nimmt das denn nie ein Ende? Gott, der Zwerge ist ein Jammerlappen. Verdammt, ich brauche Heilung. Na schön. Heilung!
sind ganz schön stark, die Gegner. Verdammt, ich brauche Haut. Okay. Es reicht trotzdem. Sehr gut. Schauen wir uns das mal an. Ja. Da lang. Oh, das ist nicht gut. Sicher doch. Zuerst du mal heilen. So. Dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht ein bisschen mehr Schaden ausquetschen können. Die gleiche Rüstung. Zwei Händeschaden habe ich schon aufgeklärt. Es ist Autoattacke Schaden. Fokusregeneration. Der Gebäudeschaden brauchen wir eh nicht. Bewegungsgeschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit. Eigentlich braucht man das. Naja, jetzt müssen wir ein bisschen aufleveln zuerst einmal. Alles klar. So, wo ist der Zauberer? Sie werden fallen. Gehen wir es an. Jawohl. Kann der mir das etwas strategisch an? Lauft's. Ich werde euch beschützen. Wird schon schief gehen. Macht euch bereit. Interessant. Fällt ganz entschieden noch der letzte Gefährte. Der Fernkämpfer. Weil jetzt wird gespeichert. Da lang? Sicher doch. Klingt gut. Sicher doch. Okay. Der Typ ist also irgendein Beschwörer, der ziemlich stark ist. Das heißt, die werde ich ihm ausnocken und dann seine Kumpels pullen. Gut. Da drüben hin? Gut. Falscher. Na dann. Feinde! Okay, das wird schon nicht gut. Ja, der nimmt viel zu viel Schaden. Klingt gut. Gut. So. Das war's mit dem Loot, hm? Ja. Der Typ ist viel zu schwach. Vielleicht hätte ich den einfach Armbrust skillen sollen. Naja. Weiß man nicht so genau, und im Nachhinein ist man immer schlauer.
Ja? Braucht ihr was? Einhändige Waffe. 14 bis 16 Speer. Das klingt noch viel schlechter. Nicht so wie ich. Also, wie ist der Plan? Interessant, weil ich jetzt paranoid bin, kann ich nochmal speichern. Sehr gut, sehr gut. Da war unser erster Stützpunkt. Ausgewolft. Und tschüss. Sehr gut. Worum geht's? Na, sieh mal einer an. Ja, das sind nachdem die Wölfe immer Zähne und heute droppen. Gehe ich stark davon aus, dass ich damit irgendwas Cooles machen kann. Wohoho. Was haben denn die für Resistenzen? Okay. Merke, Kämpfer! Nimmt das denn nie ein Ende? Guter Plan. Gott, kann man jemand irgendwie abstellen? Das wäre schon geil. Und Dorf Nummer 2. Verzeiht, seid ihr einer der Priester? Wartet. Taha? Bertrand? Verdammt nochmal, du bist es wirklich. Aber wie ist das möglich? Ich dachte, sie hätten dich aufgespießt. Wollten sie auch, aber wir sind entkommen. Offensichtlich. Meine Güte, Taha, ich kann das gerade nicht glauben. Ich habe mitbekommen, dass es Krawall in Grauschanze gab. Aber man hat uns natürlich nicht gesagt, was passiert ist. Dann warst du das. Wir, ja. Aber was ist mit dir? Du bist jetzt Teil der Reinheit? Ja, lange Geschichte. Die Kurzfassung ist, dass der Bote mir vor meiner geplanten Hinrichtung ein Angebot gemacht hat. Und ich habe es angenommen. Ich habe mich zu meinen Sünden bekannt, ich habe Buße getan und ich wurde neu geboren. Ja, nämlich. Na, das werden wir noch sehen, wie neu geboren der wirklich ist. Welche Sünden? Deinen Versuch, die Dorfbewohner Lianons davor zu bewahren, von der Wolfsgarde abgeschlachtet zu werden? Nein, du verstehst nicht. Dann erklär es mir. Was meinst du mit Sünden, Bertrand? Du bist ein guter Mann. Und eben da liegst du falsch. Ich bin kein guter Mensch, Taha. Zumindest war ich es nicht. Weißt du, mein ganzes Leben hatte ich das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Als wäre da tief in meiner Seele ein dunkles, schwarzes Loch, das ich einfach nicht schließen konnte, egal was ich versucht habe. Ich weiß, es klingt dramatisch, aber es ist die Wahrheit. Kennst du das denn nicht? Dieses Gefühl, dass du, ganz egal was du tust, verloren bist. Allein. Ja, ich kenne das Gefühl. Wundert mich nicht. Darum haben wir uns vermutlich auch immer so gut verstanden. Schau, Taha, ich habe dir nie etwas davon erzählt, aber es gab da diesen Moment nach dem Krieg. Nach all der Scheiße, die wir tun mussten, indem ich kurz davor stand, einfach aufzugeben. Aber ich konnte es nicht. Warum auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht ist es die Furcht, die mich davon abgehalten hat. Vielleicht auch die Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass es vielleicht noch eine Antwort gibt und dass ich sie finden würde, wenn ich nur weiter nach ihr suche. Und das habe ich. Aonir. Ja, die Reinheit.
Sie hat mir die Antwort gezeigt. Ich weiß nicht, wie ich es sonst formulieren soll. Aber die Wahrheit ist, dass ich nie glücklicher war, als ich es jetzt bin. Und wenn Ao in ihr zurückkehrt, werden all die Ungläubigen dasselbe erfahren. Sie werden das Licht sehen, wenn er diese verdorbene Welt in eine bessere verwandelt. Scheiße. Okay, was sagen wir jetzt zu ihm? Ist jetzt echt blöd. Aber eigentlich will ich gegen die wettern. Aber naja. Tolle Rede. Bist du von selbst darauf gekommen oder bringen sie euch das bei der Reinheit bei? Immer so zynisch. Klingt ganz nach der Tahar, die ich kenne. Aber ich verstehe, warum du so reagierst. Alles, was mir übrig bleibt, ist zu hoffen, dass du eines Tages zum selben Schluss gelangst wie ich. Dann bist du jetzt ein Priester der Reinheit. Ein Diener des Lichts, ja. Aber wie auch immer. Ich bezweifle, dass du hier bist, um meine Predigt zu hören, oder? Was bringt dich hierher? Das ist eine lange Geschichte. Ich helfe einigen Dorfbewohnern aus Iskander dabei, nach Immerlicht zu gelangen. Und für einen von ihnen brauche ich eine Arznei. Feuernessel. Feuernessel? Du hast Glück. Wir haben welche dabei. Ich schätze mal, der Mann hat Magenkrämpfe, oder? Die Geißel des Wanderers. Hier, nimm. In dem Bündel sind auch noch ein paar andere Kräuter, die ihr brauchen könntet. Schau einfach selbst. Was, umsonst? Ja. Die Reinheit hat geschworen, den Menschen von Eo zu helfen. Und genau das tun wir hier gerade. Also, brauchst du sonst noch etwas? Ich muss mich langsam wieder um die Verwundeten kümmern. I'll be off. Da ist was nicht übersetzt worden. Naja, who cares? Eine Frage noch. Warum seid ihr hier? Die Reinheit des Lichts. Wie schon gesagt, Tahar. Weil wir den Menschen Nortandas helfen wollen. Es ist das Gebot des Allvaters. Den Menschen Nortandas, bis auf die Schänder, richtig? Das ist kompliziert. Natürlich. Gibt es einen Grund, warum die Flüchtlinge ausgerechnet hier ihr Lager aufgeschlagen haben? Dieser Landstrich ist ein Schlachtfeld. Stimmt. Aber weder die Loyalisten noch die königliche Armee sind ihnen feindlich gesinnt. Das Problem ist momentan eher, dass weder Immerlicht noch die Utraner es ihnen erlauben, ihre Grenzen zu passieren. Es ist verrückt, wirklich. Ich kann nur zu Aonir beten, dass einer von ihnen über kurz oder lang zur Besinnung kommt. Dir ist schon klar, dass ich jetzt ein abtrünniger Magier bin, oder? Ein Schänder. Ja, das stimmt. Aber du bist anders. Und das weiß der Bote auch. Was soll das heißen? Das wirst du bald herausfinden. Vertrau mir einfach, Tahar. Na gut, am besten ich bringe jetzt die Heilkräuter zur Karawane. Wie lange wirst du noch hier sein? Ich würde dich ja fragen, ob du mich begleiten willst, aber ich schätze, du hast dank der Reinheit anderes zu tun. Stimmt, das habe ich. Aber trotzdem, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns sehen, Tahar. Mach dir keine Sorgen. Na gut, pass auf dich auf. Und du auf dich. Aonis Licht, Tahar. Tja. Schade, den hätte ich gern mitgenommen. Der war mir von Anfang an sympathisch. Und er war der Einzige, der verhindern wollte, dass das Dorf abgeschlachtet wird. Wieso geht der jetzt? Na ja. Und da hinten ist ein Banditenlager auch noch. Na ja. Was
Oh, nö. Verstanden. Sie werden fallen. Ich werde euch beschützen. Ach, da schau her. Die Verteidigung, die ich mitgenommen habe. Interessant. Sicher doch.